Hallo und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess HD. In der letzten Folge haben wir uns hier durch den Wüstentempel ein bisschen geschlagen und haben versucht, ein paar Geister zu finden. Wir sind also jetzt ein Geisterjäger bei den Ghostbusters gelandet. Und ja, mal schauen, was wir jetzt noch zu tun haben. Wow. What are these? Hier ist so ein Raum. Ah, da ist so ein Teil drin. Nice. Okay, dann doch wieder zum Wolfgang. Ja, wir haben jetzt in der letzten Folge ja noch hier diesen Raum entdeckt. Also diesen Schalter zu dem Raum zumindest entdeckt. Und heute, ups, falsche Taste, sorry. Heute wollen wir uns mal diesem Geist hier widmen und den platt machen. Komm schon. Ich werde einfach gemütlich weiter draufspringen. Wie sie schaffen ja das eigentlich, mir immer auszuweichen? Oder kann ich den nur erwischen, wenn der... Also, wenn der leuchtet? Ja, so. Ah, jetzt hab ich's verstanden. Okay. Kann es sein, dass er sich so ein bisschen wie materialisiert, wenn der so leuchtet? Ah, okay, ich hab's begriffen. Wunderbar. Ja, in der letzten Folge kam mir das nicht so richtig in den Schädel, wie das funktionieren könnte. Aber jetzt passt's. Und jetzt haben wir Geist Nummer 2 vernichtet. Wunderbar. Die Geisterseele sagt mir auch ein. Wir haben schon einige Geisterseelen gesammelt. Ich würde auch gerne mal in meinem Inventar nachschauen, wie viele ich schon habe davon. Denn, ja, einige haben wir definitiv. Und es gibt ja nur 20 in diesem Spiel, um diesen... Wie ist er denn? Don, keine Ahnung, Gonzalo. Ich hab vergessen, wie er heißt. Muss ich jetzt einen neuen Geruch aufnehmen? Nee, oder? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Nee, den habe ich schon. Okay, gut. Moment, was wollte ich machen? Ich wollte nachschauen, wie viele Geisterseelen ich schon habe. 9. Nicht schlecht. Das ist doch ein guter Anfang. Bald haben wir auch ein neues Herz, sobald wir das nächste Herzteil finden. Auch eine feine Sache. Ich würde allerdings wieder zum Menschen werden, um hier entsprechend ein bisschen mehr Action zu machen. Oder zu haben. Oder was auch immer, ihr wisst, was ich meine, ne? So, hier ist auf jeden Fall wieder eine Kiste zu sehen in diesem Raum. Die würde ich mir sehr, sehr gern aneignen. Also nicht die Kiste, sondern den Inhalt. Deswegen jump ich es einfach runter und öffnen. Wuhu! Ein kleiner Schlüssel. Ach man, ich dachte, ich gebe wieder Rubine oder irgendwas anderes Schönes. Gibt's hier irgendwas? Was? Ach, ich weiß, was es ist. Halt. Kann ich das nicht einfach so platt machen? Das sind solche unsichtbaren Ratten. Ich kann die auch gar nicht loswerden, so, oder? Okay, wir verwandeln uns. Ich verstehe ja schon. Ich verstehe ja schon. So, wenn wir Gespür anmachen, sehen wir es dann, dass hier untote Ratten, Geister, was auch immer sind. Auf jeden Fall Viecher, die ich als Mensch nicht sehe und nicht platt machen kann. So, weg mit euch. Ihr nervigen Viecher, lasst mich in Ruhe. So, okay. Sonst gibt es ja erstmal keine weitere Spur auf den nächsten Geist. Ich weiß nicht, wo ich den nächsten finde. Ich werde mich jetzt allerdings hier mal durchbegeben. Den Schlüssel haben wir. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wieder zum Mensch werden muss. Ich möchte eigentlich ungern zum Mensch werden, denn momentan bin ich ganz zufrieden, dass ich halt ein Wolf bin. Oh, da war eine Kiste. Die habe ich auch. Das sind zwei Kisten. Die habe ich wirklich übersehen. Bin ich so behämmert. Da ist bestimmt die Labyrinthkarte drin, oder? Allerdings, wenn ich jetzt hier runterjumpe, muss ich den ganzen Scheißweg nochmal machen. Na, dann lass es halt. Die Kisten hole ich mir später. Was soll's. Wird schon nichts Wichtiges drin sein, oder? Hoffentlich. Bitte. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite des Tempels gelandet. Und hier gibt es auch wieder eine Spur für uns. Wunderbar, eine heiße Spur. Eine lila, eine heiße Spur. Hm, komisch. Naja. Ups. Und Geronimo! Ah, verdammt, daneben. Na, egal. Ja, alles klar. Das heißt, wieder zurückwandeln. Ach, ein bisschen nervig ist es schon hier, oder? Sagten ihr. Bestimmt rausschieben, das Teil. Ist das ein Shortcut sogar vielleicht? Könnte einer sein, oder? Na komm schon. Schiebe, 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 schiebe. Rätsel, nope. Ein Rätsel ist es diesmal leider nicht. Und, aha. Ist das derselbe Raum, wo wir schon waren? Nee, oder? Nee, 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 nee. Hier waren wir noch nicht. Ich erzähl Quatsch sonst. Das muss... Alter, was mache ich denn? Hoch da. Hier wollte ich mal reinschauen, genau. Ah ja, genau. Hier ist nämlich eine Kiste. Und was ist denn das? Komme ich wieder in den Hauptraum runter oder so? Ach, Alter, jetzt passiert das Ding an. Mensch, du. Link, du alter Rabauke. Du alter Rabauke. Ich wollte eigentlich mal die Kiste noch öffnen hier. Ihr seht schon jetzt auf der Karte, sind ganz schön viele gelbe Punkte eingezeichnet. Das heißt für uns, jeder gelbe Punkt ist eine Kiste und die werden wir uns alle unter den Nagel reißen, wie sich das für mich gehört. So, ne? Okay, wir sind also jetzt hier unten. Die Teile sind mir eigentlich relativ Pumpe. Wumpe? Wumpe, nicht Pumpe. Genau, und ich wollte mal kurz hier in den Hauptraum zurück, einfach um mal die zwei Kisten noch zu holen. Wenn ich jetzt sowieso weiß, dass ich hier durchgehen kann, dann ist es ja, ouch, easy. Gut gemacht, Rick. Richtig gut gemacht. So. Oh, ihr nervigen Avenged Sevenfold-Fans, ihr.
bin ja eigentlich sonst ein großer Fan von Avenged Sevenfold und von den Fans, mit denen habe ich auch kein, wisst ihr, was ich meine, auch kein Problem. Aber die Teile hier, die nerven. So, ich schätze mal, die Labyrinthkarte finde ich hier. Jupp. Die Dungeon-Karte erhalten. Nice. Brauchen wir zwar auch nicht wirklich, aber was soll's. Ich komme auch so zurecht, ne? Der Kompass ist eh wichtiger in meinen Augen. Und, ja, mal sehen, was es auf der anderen Seite gibt. Vielleicht ein Herzteil. Das wäre ja eine coole Sache. Denn, wie gesagt, beim nächsten Herzteil bekomme ich auch ein neues Herz. Ja, da haben wir es. Ein neues Herzteil und ein neues Herz. Und zwar nur 9. Moment mal, darf ich hier wieder zurück irgendwie? Hallo? Die wollen mich nicht sterben lassen. Gibt es wirklich keinen Weg zurück? Kann ich mir mal nicht vorstellen. Ach, ich hätte hin zu den Greifhaken mit... Na, okay. Naja, was soll's. So, das wird trotzdem nicht reichen, oder? Ich will nicht sterben. Mami! Halt dich fest, halt dich fest, halt dich fest. Boah. Uiuiui. Gerade so festgehalten, Schwein gehabt. So, da drüben waren wir schon zur Hälfte, allerdings noch nicht komplett. Wir gehen jetzt hier rein wieder, wo wir gerade herkamen. Ich bin auch echt doof, dass ich die beiden Kisten am Anfang übersehen habe. Aber was soll, es ist ja nicht so wild. So, da wir jetzt aber diesen Weg hier freigemacht haben, heißt das, wir können jetzt auch an der Stelle weiter. Normalerweise hätten wir auch am Anfang schon in diese Seite hier reingehen können, in diese Seite des Tempels. Wären allerdings hier dann gescheitert, weil dieses Würfelchen, dieses Gitterwürfelchen hier gestanden hätte. Und ja, da hätte uns das gar nichts gebracht, aber so wirklich gar nichts. Ich müsste mich eigentlich mal um diese blöden Käfer kümmern, aber ach, was soll's. Ich will kein Käfer sein, was soll's. So, los geht's. Zieh mal, wow, wie schnell war denn das? Zieh mal da dran, Link, komm. Hopp, bist du schneller. Boah, du blödes Teil. Ich hab's doch genau gewusst, dass ihr mir auf die Nerven geht. Meine Fresse. Pass auf, es kommt gleich noch eins. Ja, das sehe ich schon, das nächste. Ich geh mal ein Stück weg. Komm schon. Lass mich in Ruhe, Käfer. Du kleiner Sandkäfer, du. Ich glaube, hier kann ich sogar später was drunter schieben, oder? Lass mal die Kiste öffnen. Wuhu. Was sind jetzt? Ein kleiner Schlüssel? Oh, Stempel, Midna. Überrascht. Wow, das sieht ja voll geil aus. Okay. War also völlig unnötig, hier das Ding einzusammeln. Was muss ich nochmal tun? Ah, ich glaube, ich weiß es. Okay. Wie komme ich denn jetzt zurück? Mit meinem Greifhaken? Ja. Der hilft mir. Aus der Patsche. Hui. Flop. So, und wieder raus, wieder hoch, wieder runter. Ihr wisst schon Bescheid, wie das läuft, ne? Diesmal müssen wir uns tatsächlich in den Mittelteil dieses Kronleuchters, nennen wir es mal, stellen, während der wieder runterkommt, damit wir dann darauf klettern können. Ihr werdet es gleich sehen. Deswegen vielleicht auch diese Markierung da in der Mitte. Naja. Dann können wir über diesen Kronleuchter auf die andere Seite des Raumes springen und dort den nächsten Raum erreichen. Geh ja weg, du blöder Käfer. Ich mach dich alle. So, hier hinstellen. Und flop. Bam. Okay, genau das meinte ich. Hoch da und ups, geschafft. Genau. Also alles kein Problem, alles easy. Und hier gibt es auch wieder 2 Kisten in diesem Raum. Ich sehe schon wieder so ein Schieberätsel vor mir. Ihr seht schon, ich bin relativ... ich renne einfach durch und schau mal, was es hier so gibt. Ich gucke gar nicht erst, wo die ganzen Spuren von den Geistern sind. Ich laufe einfach durch den Tempel, weil irgendwie findet man die sowieso immer, ne? Der sieht ziemlich cool aus. Ist das so eine Art Stahlfossritter? Schau mich nicht so an. Ja, die gute Schildhacke. So. Der macht ja gar nichts her. Kann es sein, dass ich den wegbomben muss? Moment, ich nehme mal eine Bombe lieber. Manchmal ist es sinnvoller, solche Teile einfach wegzuspringen, oder? Geht das? Aha, ich muss den tatsächlich wegspringen. Mann, bin ich schlau. Ich bin so klug. Schön. Schön, schön. Und Wasserbomben. Okay, das ist wieder mal so ein Hinweis, ne? Aber ich habe es vorher schon gewusst. Also, alles kein Problem. Wir brauchen uns um nichts Sorgen. Ich würde jetzt alle Nischen mal noch überprüfen. Ich denke mal, ich finde hier die Tante vielleicht auch noch irgendwo in so einer Nische. Ist doch meistens so, oder? Hier ist keine Tante. Da ist keine Tante. Wo ist denn die Tante? Tante? Hallo? Hallo, Tante? Ich brauche die eh nicht wirklich, aber... Obwohl, ich muss sagen, im Gegensatz zu meinen früheren Let's Plays habe ich... Playthroughs habe ich sie hier tatsächlich mal benutzt, um halt meine Aufnahme an der richtigen Stelle unterbrechen zu können. Und nochmal Wasserbomben. Naja, wir haben eh keinen Platz mehr dafür. Ja. Ich würde jetzt eventuell mal sagen... Wo geht's lang? Da geht's lang. Okay. Nee, das meine ich nicht. Den nächsten meine ich. Da. Okay, hier rein. Ich wollte eigentlich gerade sagen, ich schau mal, ob ich die Spur hier irgendwo finde, aber eigentlich ist mir das auch egal. Ja, braucht schon eine Spur. Geht's hier hoch? War das gerade der einzige Weg, den es da gab?
Ach, okay, ich sehe schon. Ich dachte erst, es gibt noch weitere Wege, aber nein, hier nicht. Ups. So, schauen wir mal, was es hier so gibt. Ein bisschen Treibsand, der ist aber halb so wild. Jetzt muss ich wieder meine Laterne ausrüsten. Ich brauche meinen Bogen zwar hier gerade nicht, aber ich lasse den trotzdem mal mit auf der Kurztaste. Hui. Oh, ich muss hier eine bestimmte Reihenfolge machen? Ach Gottchen, nervt doch nicht. Naja, das macht echt keine Schwierigkeiten hier. Gut, also zuerst die in der Mitte und dann die nächste. Nehmen wir mal die zweite von rechts. Ach Leute, warum mache ich immer alles falsch? Nochmal die Teile. Okay. Na gut, da sammeln wir halt ein paar Rubine ein. Schadet ja nicht. Zu Herzen? Ja, brauche ich aber nicht. Hui! Wirbelattacke! Komm schon, Garados. Wirbelattacke gibt es überhaupt nicht, ne? Feuerwirbel gibt es auch. Das macht dann das Garados nicht. Okay, schon gut. Ich schweife ab. Und die Mitte kann nicht die Mitte sein. Ich glaube, das ist die zweite von links. Oh, ihr Nervsäcke, ey. Kriege ich wenigstens mal einen richtigen Gegner? Nicht nur diese. Ach, diese kleinen Biester da, die machen doch eh nichts. Hui! Ach, komm schon. Ich stell mich aber auch wieder an, oder? Die sind aber auch so klein. Manu. Wow, ich hab's schon geschafft, 3x von 5x falsch zu liegen. 4x von 5x falsch. Richtig stark. Warum sollte man auch zuerst die linke benutzen? Die linke Fackel. Oh Mann. Okay, das ging jetzt endlich flott. Und Rubine gibt es auch nicht mehr für mich. Das ist so traurig. Na, dann nehmen wir den linken. Jetzt müsste es aber richtig sein. Oh Gott, ey. Was für eine schwere Geburt. Da habe ich mich richtig, richtig schwer getan. Aber was soll's. Kann ich ja nichts dafür. Hoppala. Ich habe gegen das Mikro geschlagen. Das mache ich in letzter Zeit gern mal. Ja, kann natürlich keiner an. Ne? Also, das ist halt so eine Sache, wo man einfach nur Trial and Error machen kann. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ich müsste mal kurz auf die Karte schauen. Ich würde gern mal auf die Karte schauen. Sagen wir es mal so. Ich bin von unten da hoch. Ah ja, okay, hier war ich nämlich noch nicht. Und dann hätten wir den unteren Teil des Labyrinths eigentlich schon geschafft, ne? So, also wenn ich mir jetzt... Okay, B2 gibt's auch noch. Da ist die Tante auch gerade, ich habe sie gesehen. Okay, also wir werden uns einfach weiterhin überraschen lassen. Ah, hier gibt's bestimmt den nächsten Kampf. Oh, hier sind gleich zwei, oder was? Ah ne, das sind bloß Lampen. Und einer davon ist nicht echt, ich sehe es schon. Okay. Verwandlung zum Wolf, wie immer. Hilft ja alles nichts. Als Mensch kann man dem nicht gegenwirken. Hallo, Geisti. Was machst denn du? Ach, diese Spielchen. Ach komm, das kennen wir doch schon. Was mache ich denn da jetzt? Ja. Ach, ich hab's okay. Toll, jetzt wo ich's gesehen hatte, ey. Ihr Säcke. Na komm schon. Komm schon, ich will sehen, wer der Richtige ist. Ah, man sieht's noch nicht so recht. Jetzt habe ich ihn. Friss ihn, yeah. Achso, okay, jetzt drehen die sich wieder. Ach, das ist aber auch lästig hier. Das dauert eine Stunde. Komm schon, Jungs. Das muss schneller gehen. Yes, und bam, 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 bam. Jo, das müsste aber jetzt gewesen sein, oder? Fangstoß, reiß ihm die Seele raus. Jo. Super, die nächste Geisterseele und wir haben ihn erledigt. Damit den dritten von 4 Geistern hier erledigt, um eben diesen Hauptraum wieder zu öffnen. Dann im Hauptraum die Tür zu öffnen, meine ich. Jo, okay, das war ja schon mal ganz gut. Jetzt fehlt auf jeden Fall nur noch einer. Und ich schätze mal, da müssen wir dann im Hauptraum, von dem ich eben gerade gesprochen habe, mal schauen, wo wir weiterkommen. Gibt es sonst irgendwas Interessantes? Nö. Na dann. Als Wolf steckt man nicht so schnell im Sand fest, wie es aussieht. Man hat auch einen anderen Schwerpunkt, ne? Macht also schon irgendwo Sinn. Gibt's hier noch irgendwas, was ich übersehen könnte? Nö. Na dann. Hui. Runter da. Und zurückverwandeln. Denn als Wolf wird's schwierig, mich mit dem Greifhaken irgendwo an die Wand zu ziehen. Und es wäre ja schon ein bisschen unpraktisch, nicht wahr? So, über da. Los. Schön. Okay. Das sollte es erstmal für diesen Teil des Dungeons gewesen sein, für diesen linken Teil. Den rechten Teil haben wir fast fertig. Da fehlt nur noch ein was. Und ich weiß nicht so recht, wie ich jetzt weitermachen kann.
Drei von vier haben wir. Den Nordteil des Tempels kommen wir erst, wenn wir hier den vierten haben. Und ich sehe schon, auf der rechten Seite ist noch was, ne? Also irgendwie muss es da noch weitergehen. Ich weiß halt nur gerade nicht so recht wie. Ist da drüben noch irgendwas? Nee. Ich muss mich bestimmt wieder als Wolf hier ein bisschen versuchen. Habe ich noch einen Schlüssel? Nee, auch nicht. Das hier kann ich nicht drehen. Na, ist hier von hier oben zumindest nicht. Und hier drüben nützt mir auch nichts weiterzugehen. Mal nachschauen. Nee, ich muss irgendwie. Ich muss von unten nochmal ran. Anders kann es nicht funktionieren. Ich muss von unten ran und irgendwie das Ding drehen, ohne dass ich direkt. Ach, Midna möchte mit mir reden. Moment. Hey, der hat gerade geblinkt, oder? Ja, okay, wir gehen nochmal hier runter. Ich dachte, die hat gerade geleuchtet und so ein bisschen Sound gemacht und. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, man muss sogar. Achso, ich muss diesen Kollege noch platt machen hier. Den kleinen Feen. So. Zieh mal da dran. Ha. Jetzt müsste ich allerdings nach oben kommen. Und anders funktioniert es nicht. Ich rede mal mit Midna. Okay, nur noch ein Geist. Jetzt müssen wir nur noch einer Fährte folgen. Ja, danke für deinen wunderbaren Hinweis. Ich glaube, ich muss nochmal raus. Ach Mann, das ist doch ärgerlich. Ich glaube, ich muss mit Midna reden, wenn ich draußen bin und wenn ich die Fährte finde. Das heißt, wir werden uns nochmal in den Wolf verwandeln, wenn wir draußen sind, im Hauptraum. Und dort entsprechend dann schauen, ob wir was sehen. Momentan war es ja nicht so pralle. Autsch. Ja klar, da bleibt man dran hängen, na logisch. So, und jetzt? Sind die anderen Pferden wenigstens mal weg? Ne, sieht nicht so aus. Wie komme ich weiter hier? Ich bin verwirrt. Ja, das ist aber die Pferde, die hier fehlt, ne? Komm, nervt mich hier, Biester. Ich glaube, ich muss irgendwie mit Midna reden. Ich habe es noch so halbwegs in Erinnerung, dass es so war. Also da oben ist schon mal richtig. Das steht fest, ne? Also ich müsste da rein. Oder? Ja, da muss ich rein. Geht aber nicht. Sie sagt immer noch das Gleiche. Ich gehe nochmal zurück. Ich dachte, es kommt irgendwann ein Hinweis von ihr, der mich dann weiterbringt, aber... Momentan sieht es nicht so aus, ne? Hier rein bin ich schon. Da war ich auch schon überall... Ach Menno, das ist doch gemein jetzt hier. Was mache ich denn verkehrt? Das Ding gezogen habe ich schon. Da komme ich die Treppe runter. Wir können ja nochmal unten reingehen als Wolf. Wenn es alles nichts taugt, dann muss ich eben doch nochmal als Mensch irgendwie mich versuchen. Ich müsste jetzt da hochspringen. Ich müsste das aufmachen. Kann ich das eigentlich als Hund auch, als Wolf? Hier dran schieben? Ja, das geht. Sehr schön. Da brauche ich mich nicht erst zurückverwandeln dafür. So, und alles, was für mich logisch wäre, ist jetzt, ich muss da hoch. Und dafür brauche ich Midnas Hilfe. Ach komm, nicht das Ding hier fressen. Alter. Schau doch mal nach oben. Ich weiß genau, dass mich Midna da hochführt, aber ich weiß nicht mehr wie. Mann. Anders kann es doch nicht funktionieren. Ah, ich Depp. Ich bin so ein Depp. Ich bin so doof. Ich glaube, da ist ein Greifhaken-Dings. Ich glaube, Midna führt mich nicht da hoch. Ah, ich Idiot. Immer dasselbe. Mann, Mann, Mann. Nicht? Keiner? Wirklich nicht? Kann gar nicht sein. Ach, doch. Da. Ach, ich habe wieder einen Hänger gehabt. Einen Denkfehler wie sonst was. Okay, gut. Dann halt so. Wir brauchen Midna nicht dafür. Der letzte Geist ist dann wohl hier drin. Wir wandeln uns nochmal zum Wolf und dann hätten wir alle vier geschafft. Und ja, das soll auch jetzt noch in die Folge reinpassen. Das machen wir noch fix. Erstmal die Schädel hier ein bisschen zerstören, damit die mir nicht auf die Eier gehen. Na, komm schon. So. So, da ist er. Komm schon, werd blau. Jo. Zack, zack, zack. Am Anfang dachte ich ja, dass ich den nicht angreifen kann, wenn er gerade blau ist. Aber doch, das passt.
Das ist eigentlich der Geist, den man als erstes machen kann, ne? Es ist eigentlich ziemlich dämlich, dass ich den jetzt hier als letzten mache. Achso, Fangstoß nicht vergessen. Sonst wird das nichts. Oh, ich war zu langsam. Sorry. Sorry, Geistkumpel, ich wollte dich eigentlich nicht extra lange quälen. Nein, 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 das war nicht mein Plan. Ah, das muss ich alles nochmal machen, komplett. Jo, komm. 1, 2, 3, 4. Nom, 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 nom. Und Fangstoß, jetzt aber. Okay, diesmal ist es. Gut, ja, dann hätten wir es jetzt eigentlich geschafft. Du hältst eine Geisterseele und bla bla bla. Das war Geist Nummer 4. Wir werden das jetzt noch kurz in den Raum, in den Hauptraum des Tempels zurückbegeben. Und dann werden wir uns mal anschauen, wo es weitergeht. Allerdings werden wir das Weitergehen erst in der nächsten Folge machen. Hatte ich ja schon angekündigt. Ist hier sonst irgendwas von Belang, von Interesse? Nope, ich glaube nicht. Wir verhandeln uns zurück, denn ich bin viel lieber ein Mensch als ein Tier. Irgendwie schon, ja. Kann man so sagen. Jojo. So, komme ich hier raus? Ich glaube fast nicht, ne? Ich muss bestimmt unten lang. Jo, ich muss unten lang. Na, spring doch auch da runter, Link. Jetzt stell dich da nicht so an. Zack. Okay, sehr schön. Ups. Oh, jetzt muss ich das Ding noch zurückschieben. Ihr seid aber auch ätzend heute hier. Schieben, nicht ziehen. Link, hör mal zu. Du Grashüpfer, du. Ja, ja. Ja, ich habe ihn wegen seiner Klamotten gedisst. Boah. Unglaublich. So, Flamme Nummer 4. Geht zurück auf ihren Posten. Oh, yes. Und damit öffnet sich auch das große Tor wieder. Das war mal wieder so ein bisschen... Naja, wir verarschen euch ein bisschen. Ihr dürft jetzt mal eine halbe Stunde durch den Tempel rennen, um in den nächsten Teil zu kommen, der am Anfang noch offen war. Aber die bösen Geister... Ach, ihr wisst schon, was ich meine, ne? So, okay. In der nächsten Folge werden wir dann auf jeden Fall durch dieses Tor schreiten und mal sehen, was uns der obere Teil, der nördliche Teil des Tempels so zu bieten hat. Wenn es euch gefallen hat, kommentiert und bewertet das Video, abonniert meinen Kanal und empfehlt mich weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.